Mein Name ist Gottfried Amoso. Ich komme aus Togo. Ich bin 22 Jahre alt. Letztes Jahr habe ich ab August die Ausbildung zum Pflegefachmann an Klinikum Braunschweig angefangen. Ich bin aus Togo eigentlich im Juli hierher gekommen, am 2. Juli, glaube ich. Und dann habe ich die Ausbildung am kommenden Monat, also am folgenden Monat, im August angefangen. Im Klinikum habe ich mich seit Anfang der Bewerbung und bis jetzt sehr aufgenommen gefühlt. Ich habe hier viele Unterstützungsmöglichkeiten bekommen, Angebote bekommen und ich fühle mich wohl, würde ich sagen. Ich habe kein Problem. Bisher habe ich diese Schwierigkeiten nur auf Station erlebt, wegen meiner Hautfarbe zum Beispiel. Und die waren Fälle mit Patienten, die, ich würde sagen, gegenüber mir überheblich waren, würde ich sagen. Man merkt das schon, dass sie Vorurteile auch hatten und dementsprechend gesprochen haben, also ungeschickt Sachen gesagt haben, die mir nicht gefallen haben. Ja, ich könnte ein Beispiel nennen. Ich war im Zimmer eines Patienten und da wollte ich helfen, weil der geklingelt hatte und wollte eine Hose aus seiner Patiententüte nehmen. Und als ich die Tüte geöffnet hatte, stank es sehr schlecht. Also es gab einen üblen Geruch und der Patient meinte, die Hose gehört ihm nicht. Und ich wollte die Hose auch wegmachen. Dann meinte ein anderer zu mir, war wohl okay im Bett und alles. Hat mir gesagt, die Hose soll ich nach Afrika schicken und hat so gelacht, als wäre das, was er mir gesagt hatte, ich weiß nicht, vielleicht, ich würde das nicht sagen. Also ich weiß nicht, was das für ihn bedeutet, aber das finde ich schon diskriminierend. Und natürlich waren die anderen Patienten auch nicht damit einverstanden. haben eher gesagt, er soll sich entschuldigen. Die haben versucht, die Situation zu regeln, aber für mich war das schon zu viel. Ich bin einfach rausgegangen. Oder dass ein Patient mir gesagt hat, als ich mich um ihn gekümmert hatte, dass ich Deutsch lernen sollte. Also lern Deutsch, Mann. Oder lern Deutsch, Mensch. Ich weiß nicht mehr. Sowas zum Beispiel. Wenn man in so einer Situation ist, fühlt man sich nicht richtig, also nicht gut. Dann fragt man sich, was hat man gemacht? Was ist das Schlechte, was man jetzt gemacht hat, um eine solche Reaktion zu bekommen? Vielfältigkeiten nehme ich für mich selbst als was Selbstverständliches. Also das bedeutet, das Zusammenleben in Harmonie, unabhängig von Unterschieden. Und über Unterschiede würde ich zum Beispiel über die Religionszugehörigkeit sprechen oder über die sexuelle Orientierung oder noch das Geschlecht der Person oder was noch, würde ich sagen. Woher die Person kommt, die Hautfarbe, das alles hat keine Rolle zu spielen. Also Vielfalt bedeutet, man arbeitet zusammen, man lebt zusammen ohne Probleme, man arbeitet auf Augenhöhe, ohne Vorurteile. Und ja, wenn das so ist, dann merkt man schon, da fühlt man sich gut, man ist mehr leistungsfähig, man gibt mehr von sich selbst. Ja. Und dazu würde ich auch sagen, dass Vielfalt eigentlich was Naturelles ist. Zum Beispiel, wenn wir die Natur gucken, die Natur ist vielfältig, wir leben eigentlich in einer Vielfalt. Und dementsprechend sollten wir auch uns überlegen, diese Vielfalt anzunehmen, weil wir auch vielfältig sind und das ist normal so. Natürlich habe ich hier sehr oft und bis heute merke ich diese Vielfalt im Klinikum. Das konnte man auch schon in den Leitlinien merken. Die Angebote, die es gibt, die Unterstützungsmöglichkeiten, die es gibt für uns, Leute, die nicht deutsche Wurzeln haben, sondern ausländische Wurzeln haben, Beratungsmöglichkeiten, die es gibt, damit wir gut ankommen können. Da
sogar die Tatsache, dass wir über das Thema reden, ist schon ein Zeichen dafür, welche Mühe oder wie viel Mühe sich das Klinikum gibt, damit alles gut klappt, alles gut läuft. Ja, und diese Bemühungen soll man begrüßen. Jetzt zu sagen, dass es zu 100% klappt, wäre eine Lüge. Ich würde nur sagen, dass man weiter so macht, dass man noch versucht, mehr zu machen. Was ich gern wünschen würde, ist noch viel mehr Vielfalt in den Repräsentationen, zum Beispiel in den verschiedenen Gremien, wie in der Jugendausbildungsvertretung oder in höheren Positionen, weil ich, das ist meine persönliche Wahrnehmung, bisher weniger Repräsentation in solchen Schnittstellen bemerkt habe. Und ich habe mir sogar gedacht, bei der Jugendausbildungsvertretung zum Beispiel zu sein und mich zu engagieren, damit es noch besser klappt. Also, bisher überlege ich doch darüber. Vielleicht werden Sie in der Zukunft sehen, dass ich auch ein Mitglied der Jugendausbildungsvertretung bin oder irgendwo anders bin, aber einen Beitrag leiste in der Vielfalt. Ja. Ich würde dem jungen Ich sagen, hab keine Sorge, da wo du bist, ist eine gute Stelle. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Unterstützungsmöglichkeiten, die du hast. Mach einfach weiter und setz dich ein für Vielfalt, weil man gibt, was man bekommt. Ja, also was man gibt, bekommt man auch, würde ich sagen. Ich würde ihm einfach sagen, dass er keine Sorgen haben sollte, dass da, wo er ist, ist gut und dass er auch mehr Möglichkeiten hat, mehr Unterstützung hat als gedacht.